Also wir können ja auch einen Roboter in die Schule stellen und dem irgendwas einprogrammieren und dann redet der mit dir und holt dich ab und motiviert dich. Warum braucht es den Mensch? Ja, willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Und ich hatte ja in den letzten Talks schon erwähnt, ich teste immer gerne Neues aus. So auch jetzt wieder. Ich sitze nicht in meinem Kämmerchen in Köln, sondern ich bin auswärts auf Tour. Ich habe zwei wunderbare Gäste. Ich habe auch noch mehr Gäste. Also wenn ihr jetzt nicht nur zuhört, sondern auch zuschaut, werdet ihr wahrscheinlich Publikum sehen. Ihr werdet gleich noch mehr erfahren, wieso ich hier bin, warum ich hier bin. Ich begrüße jetzt erstmal Jaske und Markus. Grüße euch. Hallo. Grüß dich. Und lieben Dank für die Einladung. Ich bin ja hier, weil ich in meinem Podcast in einer Folge Aladdin Elmar Falani hatte, mit dem quer durch über viele, viele, viele Sachen gesprochen habe zum Thema Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit. Woran hapert es? Was kann man machen? Talentförderung war ein Thema. Vielleicht stellt euch mal eben kurz vor für meine Zuhörerinnen, Zuhörer oder Zuschauerinnen, Zuschauer, die es jetzt noch nicht kennen, weil ich ja auch gerne darauf aufmerksam machen möchte, was ihr hier macht. Und wer weiß, was im Nachgang passiert. Ladies first, Jaske. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Jaske Girmas. Ich selbst habe schon mein Studium im Bachelor absolviert. Also ich befinde mich aktuell im Masterstudium, im Master of Education, studiere die Fächer Englisch und Geschichte auf Lehramt und darf aber auch berufsbegleitend hier am Talentkolleg unter anderem den Fachbereich Englisch mit koordinieren und bin selbst ein Talent. Ich habe selbst einen Talentscout an meiner Seite seit einigen Jahren und ich freue mich darüber, heute berichten zu dürfen und das auch noch in Anwesenheit von so vielen anderen Talenten wird das nochmal eine sehr schöne Erfahrung für mich. Super. Markus, wer bist du, was machst du und vielleicht gibst du auch noch eine kurze Intro, weil du es noch besser kennst. Ich bin das erste Mal hier, wo wir hier genau sitzen. Ja, Markus Kottmann, ich leite das NRW-Zentrum für Talentförderung gemeinsam mit Hilke Benstiel, haben wir gerade schon kennengelernt. Ja, was macht man als Talentfördernder? Ne? Also sehr verkürzt. Wir haben wahnsinnig viele junge Leute, die mehr aus sich machen wollen. Da liegt Gold auf der Straße, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und wir sind so ein bisschen diejenigen, die an der einen oder anderen Stelle mal auf eine Tür hinweisen, Unterstützung organisieren, den einen oder anderen Tipp geben, manchmal auch nur Mut zusprechen oder auch eine Vision mal setzen. Und wo du das Gebäude hier ansprichst, ich hatte gerade schon gesagt, ganz kurz, das ist jetzt natürlich nicht so, dass wir hier direkt angefangen haben. Man hat jetzt nicht gesagt, Talentförderung ist eine tolle Sache, kommt mal in so ein tolles Haus, sondern angefangen haben wir im Keller der Westfälischen Hochschule. War das? Das war, boah, jetzt muss ich schon nachdenken, das ist ein bisschen näher, ne? Ja, so 2009, 2010. Also ist schon ein bisschen her. Und alles, was neu ist, muss dahin, wo Platz ist. Und an der Hochschule ist Platz da, wo keiner hin will, also war es der Keller. Aber hat uns nicht gestört. Ganz im Gegenteil, da konnte man so ein bisschen unter der Oberfläche Dinge ausprobieren, die man vielleicht auch auf dem Silbertablett so ganz oben über der Oberfläche gar nicht hätte ausprobieren können. Und irgendwann sind wir gewachsen, haben wir Talentscouting ausprobiert, das wurde immer größer. Andere wollten mitmachen und dann hat man uns von der Politik gefragt, könnt ihr euch nicht vorstellen, das nordrhein-westfalenweit zu machen? Und da braucht man natürlich Platz, den gab es an der Hochschule nicht. Und wir sitzen hier in Gelsenkirchen-Ückendorf in einem wunderschönen Gebäude, ist über 100 Jahre alt, war mal das Verwaltungsgebäude eines Ruhrbarons, wie wir hier so sagen. Also in dessen Zimmer ich gerade sitzen durfte? In dessen Zimmer, ja. Und man sieht, vor über 100 Jahren, also hier wurde richtig rausgehauen. Also man konnte im Prinzip so bauen wie der Adel. Das wurde auch hier gemacht. Da war Gelsenkirchen stinkreich. Und ja, ist auch so ein bisschen ein Symbol dafür, dass wir jetzt hier sitzen. Früher hat man Kohle gefördert, Stahl gemacht. Wir fördern jetzt Talente. Ist wahrscheinlich so ein bisschen etwas, was auch für den Wandel hier in der Region spricht. Und 2009, ich versuche mich jetzt zu erinnern, ich bin ja der Uropa da draußen im Internet mit meinen Inhalten. Ich habe ja 2011 angefangen mit Erklärvideos. Was war denn eure Intention 2009 ganz konkret? Also was?
Jetzt habe ich dich gar nicht gefragt, was die Intention für die Erklärvideos ist. Ja, das kann ich dir mal beantworten. Ja, dann, ich habe über den Teich geschaut in die USA und da haben eigentlich alle führenden Unis ihre kompletten Vorlesungen verfilmterweise schon bereitgestellt auf eigenen Plattformen und auf YouTube. Da habe ich mir gefragt, warum macht das in Deutschland keiner? Das ist doch kostenloser Zugang. Und nochmal, YouTube war nachgelagert, schon Anfang der 2000er. Konntet ihr und könnt ihr auch heute noch von renommierten Professoren kostenlos Wissen konsumieren? Und ich dachte, puh, da bin ich aber spät dran, kann man aber trotzdem probieren, weil macht ja noch keiner oder wenige in Deutschland. Punkt. So, und ich habe es als eine Möglichkeit gesehen, additiv, also zusätzlich, es einfach bereitzustellen zu all dem, was sonst vielleicht gestalterischerweise passiert. Das war mein Beginn. So, und jetzt ist ja, glaube ich, euer Ansatz war ja wirklich vor Ort mit der menschlichen Komponente. So, und was hat dich bewegt? Ja, das finde ich spannend, aber ne, also man ordnet uns ja zu, du hast gerade schon gesagt, Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, das sind ja so Megathemen und alle denken, naja, die werden angefangen haben, weil sie der tiefen Überzeugung sind, wir brauchen mehr Bildungsgerechtigkeit. Mhm. Könnte ich jetzt sagen, stimmt aber gar nicht. War überhaupt nicht der Antrieb. Der Antrieb war, wir wollten erfolgreich arbeiten an einer Hochschule, die mit Gelsenkirchen, Recklinghausen, Bocholt eine mittelgroße Fachhochschule war und ist und wo wir uns Profilfelder gesucht haben. Und wir haben uns umgeguckt und haben gesagt, wie können wir uns an der Hochschule profilieren mit Dingen, die noch keiner gemacht hat. Und im Ruhrgebiet ist das so, man hat das Thema Chancengerechtigkeit wirklich auf der Straße liegen. Also wir verschleudern so viele Talente. Das hat solche Ausmaße, solche Größenordnung, dass wir uns gefragt haben, wieso eigentlich hebt keiner die Goldklumpen auf, die auf der Straße liegen? Also sehr verkürzt jetzt. Mhm. Das hat einfach keiner gemacht. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist eigentlich eine super Gelegenheit, sich zu profilieren. Und das war nie am Anfang so, dass wir gedacht haben, wir machen das irgendwann mal in Nordrhein-Westfalen weit oder bundesweit, sondern wir haben erstmal sehr klein gedacht und haben gedacht, wir fangen mal in Gelsenkirchen, Essen und Umgebung mit ein paar Schulen an, um zu schauen, was geht. Also erstmal finde ich es gut, weil wir hatten vorhin eine Frage oben, Daniel, wie genau sieht denn jetzt Chancengleichheit oder Bildungsgerechtigkeit aus? Ich weiß es gar nicht, aber genau nicht das als Intention zu nehmen, sondern eine Lösung zu bieten und die jetzt irgendwie vernetzen und zusammenzubringen. Jaske, ich habe vorhin extra oben gesagt, wir lassen jetzt nicht nur den Talk, sondern wir müssen darauf achten, ne, dass du mit reinkommst. Du hast es ja durchlebt, das Programm. Mhm. Ne? Deshalb jetzt mal, ich weiß jetzt schon, die Frage, die kommt, was macht ihr denn jetzt konkret? Mhm. Und du hast es ja durchlebt. Gib mal ein konkretes Beispiel, wie du entdeckt worden bist, gefördert worden bist. Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich ja vorher auf einer Realschule war und da meinen Abschluss gemacht habe und mir gedacht habe, okay, soll ich jetzt mein Abitur machen? Habe mich dann getraut, bin aufs Gymnasium gewechselt und habe dann meinen Talentscout kennengelernt. Und das war für mich erstmal eine Situation, du musst dir vorstellen, ich war vorher die leistungsstärkste Schülerin auf der Realschule. Ich musste natürlich auch ein bisschen gucken, wie komme ich klar auf dem Gymnasium. Ich war sehr engagiert, ich war Schülersprecherin, habe mich sehr viel eingebracht auf meiner alten Schule und dann auf der neuen Schule war also für mich das Thema, okay, wie geht's hier weiter und generell, was passiert vor allem nach dem Abitur mit mir eigentlich, weil ich hatte ja diese Entscheidung für mich getroffen. Bin ich darin sehr selbstbewusst, was wird noch passieren? Und dann wurde ich tatsächlich von meiner Lehrkraft angesprochen und sie hat gesagt, hey, da kommt ein Talentscout an deine Schule und du hast die Möglichkeit, eben dahin zu gehen und schau dir das doch mal an. Ich bin dann da hingegangen, habe mich hingesetzt und habe gedacht, okay, ich wusste auch erstmal nicht, was wird jetzt passieren? Und er hat mich dann gefragt, sag mal, was sind eigentlich deine Stärken? Was sind deine Talente? Da habe ich erst gedacht, okay, wie antworte ich am besten auf diese Frage? Habe ein bisschen überlegt, habe aber dann gedacht, ja, ich kam ja vorher von der Realschule und genau das, was ich ja auch gerade gesagt habe, ich war da sehr engagiert und habe da eben bei mir gemerkt, es hat sich doch einiges verändert jetzt auch mit dem Schulwechsel, mit der neuen Schulform und hin zum Abitur. Was mache ich dann nach dem Abitur? Da gab es sehr viele Fragezeichen einfach in meinem Kopf, aber ich wusste in dem Moment, da ist jemand gegenüber von mir, der sich aufrichtig für mich interessiert und wissen möchte, okay, wie kann es für dich weitergehen? Und das hatte ja Markus gerade schon angesprochen, dann haben wir gemeinsam Visionen aufgestellt. Wir haben uns angeguckt, okay, was sind so deine Interessen, wie kannst du da hinkommen, wie sieht dieser Studiengang überhaupt aus, wie sieht eine Universität aus, was ist ein Unterschied zwischen
einer Universität und einer Fachhochschule zum Beispiel. Und da hatte ich das erste Mal gemerkt, okay, da gibt es so viele Unterschiede. Für mich war ja erstmal nur, okay, ich bin jetzt auf dem Gymnasium, ich mache ein Abitur, aber ich wusste ja gar nicht, was mich da alles auf diesem nächsten Schritt noch erwarten wird. Und das haben wir uns dann gemeinsam angeguckt. Und seit Jahren begleitet mich mein Talentscout immer noch. Bist du auch Talentscout? Ja, mittlerweile schon. Ja, ich bin auch zertifizierter Talentscout. So, das heißt, du gehst jetzt auch in die Schule rein? Tatsächlich nicht, weil ich ja, ich habe die Weiterbildung zum zertifizierten Talentscout gemacht. Ich bin aber hier am Talentkolleg. Das ist ja auch das Spannende, glaube ich, an meinem Bildungsweg auch. Ich habe mich ja dann für das Lehramtsstudium entschieden. Ich habe ja schon meinen Bachelor gemacht, bin ja im Master of Education und habe dadurch, dass ich ja immer noch im Talentscouting bin, die Weiterbildung gemacht habe, habe ich gemerkt, du musst eigentlich gar nicht, weil ich sag's mal so, Daniel, im Studium, da habe ich mit den Unterrichtskonzeptionen und generell, ich habe gemerkt, da fehlt mir etwas. Also da fehlt mir einfach der Punkt, ich möchte doch gerne etwas bewirken können. Ich möchte mit den Jugendlichen auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten und genau das auch so ein bisschen gespiegelt von dem, was ich ja auch selbst durch das Talentscouting erfahren habe und hatte ja dann die Möglichkeit, auch hier im Talentkolleg, kannst du dir so vorstellen, dass wir da unsere Kurse haben, Qualifizierungskurse und habe gemerkt, das ist genau das, was so für mich eine Möglichkeit ist. Ich kann hier Englisch sprechen, mit den Talenten zusammen die Englischkurse gestalten, habe aber auch noch diese Möglichkeit mitzugestalten und zu schauen, wie geht es denn weiter mit den Talenten, was ich halt im Studium gemerkt habe, dass das vielleicht dann nicht immer möglich ist, wenn ich dann zum Beispiel ins Referendariat gehen würde. Aber das ist auch wirklich nur etwas, was ich jetzt selbstbewusst vielleicht dir sagen kann in diesem Moment, weil ich halt wusste, durch meinen Talentscout, dadurch, dass ich in der Talentförderung bin, es gibt diese Möglichkeiten. Und jetzt stelle ich mal eine provokative Frage, Markus. Weil wir sind für mich. Wir sind ja immer noch, mal gucken. Jaske bestimmt gleich auch. Wir sind ja mitten noch im ChatGPT-Hype und was auch immer noch da kommen mag an Modellen. Thema Künstliche Intelligenz, was schön als Buzzword oben drüber schwebt. Jetzt möchte man ja meinen, warum brauchen wir überhaupt einen Mensch, der dich als Talentscout abholt? Kann doch auch einen Roboter machen. Also wir können ja auch einen Roboter in die Schule stellen und dem irgendwas einprogrammieren und dann redet der mit dir und holt dich ab und motiviert dich. Warum braucht es den Mensch? Oder braucht es den Mensch überhaupt? Jetzt wäre die Frage, also ich habe das noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Ne? Also wir sitzen ja hier und wollen mal, ich könnte das gar nicht sagen, ob das mit dem Roboter nicht funktioniert, aber ich vermute nicht. Also das ist wahrscheinlich das, was du wissen willst. Ne? Das, was wir erleben mit dem Scout, ist ja, also erstmal sind die Jugendlichen, die da hingehen, ja nicht so akademisch vorinformiert, wie man das so methodisch-didaktisch irgendwo verkauft und immer wissen will, was ist euer Konzept und so weiter. Ne? Also das machen Jugendliche in dem Alter nicht, sondern die kriegen häufig von Lehrkräften oder von Mitschülerinnen, Mitschülern, kriegen die eine Information, immer da ist einer, der beschäftigt sich mit dir, Studium, Berufsorientierung, 1 Million Fragen im Kopf, geh doch da mal hin. Und wenn dann da jemand sitzt und der guckt dir in die Augen und fragt dich, was sind deine Träume, dann ist das für viele Jugendlichen das allererste Mal, dass sie das Gefühl haben, da ist jemand, wo ich nicht mit 120 oder 200 Leuten irgendwo auf einer Berufsorientierungsmesse in einer Aula sitze und alle kriegen nachher den gleichen Flyer in der Hand, sondern der fragt mich, was sind deine Träume? Und der will wissen, welche Stärken hast du. Der ist nicht defizitorientiert, der sagt dir nicht, ja, aber dein Deutsch ist zu schlecht, deine Noten sind zu schlecht, der interessiert sich erstmal gar nicht dafür, sondern der arbeitet mit dir Stärken raus und das ist total schwer. Also das fällt uns schon schwer als Erwachsenen, ne? Aber die Jugendlichen sind da erstmal verwirrt häufig. Also die denken sich da, Stärken? Gar nicht so leicht. Dann kriegen sie eine Aufgabe, sprich da mal mit deinen Freunden darüber, was sind deine 3, 4 Stärken? Weil man auf Stärken und auf so etwas, was man gut kann, Berufs- und Studienorientierung aufbauen kann. So, und die allermeisten Jugendlichen, die zu uns kommen, kennen das nicht. Deswegen würde ich sagen, es braucht den Menschen, denn du erzählst einem Roboter vermutlich nicht ohne weiteres Dinge, die vertraulich sind, die irgendwo in dir schlummern, wo man über Stärken spricht. Viele haben es da gar nicht gewohnt, über Stärken zu sprechen im Übrigen. Deswegen wäre meine Vermutung, es braucht den Menschen. Die Alternative haben wir noch nicht gecheckt.
haben wir jetzt auch noch nicht auf dem Schirm, Roboter zu entsenden. Wir wachsen gerade erstmal mit echten Menschen und haben einfach das Gefühl, die Rückkopplung wird angenommen, da kommt jemand, der interessiert sich nur für mich. Du siehst das, als würdest du was sagen wollen, Jaske. Ich werfe mal eben was ein, weil das würde mich auch deine Meinung interessieren. Und deshalb bin ich übrigens auch hier. Das werde ich wahrscheinlich später auch ins Publikum dann fragen, weil ich war gerade an einer Hauptschule in Bonn und ich gehe selber sozusagen raus aus dem Internet, live vor Ort, um eben zu erleben, weil das war die letzten 10 Jahre auch so. Ja, dann könnte ja eigentlich, wenn der Content digital ist, es gibt für alles Erklärvideos, es gibt permanent die Möglichkeit, dass er im Chat irgendwas nachfragt, es gibt Lernplattformen, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr vor Ort zusammenkommen. Und alle Erfahrungen der letzten Jahre von mir, und auch wenn ich jetzt am Montag da vor Ort war und du siehst da eine Truppe, das waren so circa 40, ja, die Hälfte kam zu spät oder gar nicht, ja, und das war so das typische Austesten, und ich stelle mir so vor, da steht jetzt so ein Roboter oder du pinst das an die Leinwand oder sagst, du hast eine App oder so, und dann hat aber einer von einer Organisation gesprochen, der selber den Weg gegangen ist, der fast im Knast gelandet ist, dann das Abitur nachgeholt hat, jetzt sein MBA macht, das auch noch finanziert bekommt. Und der hat sich vorne hingestellt, der hat vor mir gesprochen, Gott sei Dank, weil ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Was, also für mich, und ich beschäftige mich hier sehr viel mit KI und Co., gar nicht zu projizieren ist auf einen Robo, der da steht oder eine App oder irgendwas, der da vor dir steht und sagt, ja, und ich gucke dir in die Augen und ich hole dich ab, und dann wird er auch mal lauter und du hast dieses Gespür, und da will ich gleich nochmal drauf hinauskommen, dieses Thema, wie können wir denn jetzt mehr Menschen in die Schule bringen, ne, weil wir haben Lehrkräftemangel prognostiziert, eigentlich jetzt schon, aber wie war jetzt deine Erfahrung auch? Warum braucht es da jemanden, der dich abholt? Und der wie Max. Siehst du das? Ja, der Max, und? Genau, ja. Mein Talentscout Max. Ich meine, du wirst doch auch ein paar digitale Formate nutzen, keine Ahnung, Apps oder irgendetwas, aber was ist dein, was sagst du, als was ist die menschliche Komponente? Ich glaube, ich wusste, das hatte ich ja auch gerade gesagt, ich wusste immer in den Gesprächen, es geht halt um mich und meine Zukunft, aber ich habe die Möglichkeit auch, Träume, die vielleicht an anderen Stellen dann eher immer so ein bisschen zur Seite geschoben werden, wenn man dann genau eher gesagt hätte, das wäre nicht möglich, dass man, da ist jemand, der mit dir gemeinsam heraussucht und dir Informationen gibt, und zusammen hat man die Möglichkeit, das dann daraus ein Bild zu machen. Und das war das erste Mal, dass jemand hingekommen ist und das mit mir gemacht hat. Und das gab es vorher nicht, für mich jedenfalls nicht. Ich habe es so nicht wahrgenommen, aber ich wusste immer, ich kann dieser Person vertrauen. Und ich kenne meinen Talentscout mittlerweile seit 7 Jahren auch schon. Und das hat sich ja dann auch so entwickelt, weil ich halt auch wusste, das ist nichts, wo ich jetzt einmal hingehe und das war es dann. Ich bin ja regelmäßig zu den Gesprächen gegangen und hatte die Möglichkeit dann auch immer zu gucken, okay, wie war es davor, und konnte dann auch immer Themen mit reinbringen, die mich interessieren. Ich nehme direkt das wichtigste Wort auf, das ist nämlich Vertrauen. Und deshalb sage ich auch immer oder versuche es weiterzugeben, dass ihr euch damit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel jetzt auch das thematisiert in Kursen oder wie auch immer, weil eine Art Chat-GPT oder welche Abwandlung auch immer wird auch einen Effekt haben. Wow, das kümmert sich um mich, das Ding. Aber was ist die menschliche Komponente, und weiß ich, wie dort trainiert worden ist, was die Maschine irgendwie mit mir sagt? Weil bei Menschen, wie du gerade sagtest, du baust Vertrauen auf und hast Vertrauen dazu. Und jetzt, aber ja. Es hat tatsächlich auch mit mir ja viel gemacht. Es war ja nicht nur die Person, die gegenüber war, sondern ich habe mir in dem Moment auch mehr zugetraut. Sehr viel mit mir, auch mit meiner inneren. Aber die Frage ist, deshalb finde ich es gut, darüber zu diskutieren. Es gibt halt jetzt erste Studien aus den USA von der Khan Academy, ich weiß nicht, wer die kennt, die einen künstlichen Tutor gebaut haben, und die Kids sagen schon, ach wow, ich chatte mit dem, es ist so annähernd. Oder Snapchat hat jetzt auch MyAI eingebaut, ja, und auf einmal fängst du, ach, das ist so persönlich, aber du weißt, hinten dran ist einfach nur eine Schnittstelle zu OpenAI, und da ist einfach irgendetwas generiert und sagt dir, wie geht's dir heute, ach, nicht so gut, was können wir machen, ach, komm doch heute in den Club oder so. Und ich sag mal, das ist eine Awareness, die du schaffen musst, mit wem rede ich da eigentlich noch, was ist eigentlich noch echt? Und deshalb, jetzt will ich wieder konkreter, weil für mich ist es unabdinglich, dass du solche Aktionen vor Ort machst. Du kannst im Nachgang, wenn ihr heute Mathe verpasst habt, gibt es Videos zu, gibt es Austausch, könnt ihr nachholen, dann geht er wieder vorne hin, dann muss da einer stehen, der dich abholt und dich eben inspiriert. Jetzt eine Frage, Markus, wie früh fangt ihr an? In welchem Alter?
Mein Neffe ist nämlich 5. So, und ich weiß schon, nur als Info, der ist einfach, das ist so einfach, also ich stelle mir vor, die holen jetzt so einen Pepper, ich weiß nicht, ob ihr Pepper kennt, das ist so ein Roboter, den stellst du jetzt dahin, das ist ganz lustig, da toucht er ein bisschen rum und da muss jemand stehen und auch dem mal so einen Klapser geben oder sonst irgendwie. Ne? Also wie früh fangt ihr an? Ja, 5 noch nicht. Also jetzt, das liegt bei uns aber an der Historie. Mhm. Ne? Ich habe ja gesagt, wir kommen aus der Hochschule. Mhm. Und das ist eine kleine Hochschule ohne Ressource. So, und wenn man da tätig werden will, dann kann man in so einer Hochschul-Community vielleicht noch erklären, dass man sich mit Schülern in der Sekundarstufe 2 auseinandersetzt. Vielleicht noch. Also selbst das ist schon ein Thema. Wenn man selber Ressourcenknappheit hat, ist es häufig so, ja, aber wieso, das ist doch Schule. Warum sollen wir uns drum kümmern? So, aber es ist völlig illusorisch zu sagen, ja, wir fangen jetzt im Kindergarten an oder in der Grundschule. Was nicht heißt, dass das sinnvoll wäre. Aber wir selber haben genau aus diesen pragmatischen Gründen, wir haben in der Oberstufe angefangen. So, heute haben wir Formate, die gehen runter bis zur 8. Klasse. Das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, weil bei uns geht es um Berufs- und Studienorientierung. Das ist jetzt ein spezielles Thema. Da ist schon 8. Klasse extrem früh. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen ja so ein Format, KOA. Da werden so Potenzialanalysen gemacht, so ab der 8. Klasse. Das ist schon echt früh, muss man sagen. Ne? Viel weiter runter kann man mit dem Thema nicht gehen. Sollte man auch nicht. So, das ist aber unsere Domäne. Also insofern, 8. Klasse, da starten die Formate bislang. Wir denken jetzt über andere Dinge nach. Also da, wo wir, glaube ich, gerade darüber reden, ist das eine, ist so eine fachliche Vermittlung. Also wie kann ich eigentlich Kompetenzen stärken? Wie kann ich Persönlichkeitsentwicklung mitbefördern? Wie der kann heilige ich, Gral, wo alle nachfragen, ja? Also wie durchlebt mein Kind jetzt die Schulzeit? Was muss es noch? So ist muss es jetzt ChatGPT testen? Muss ein Tablet in die Hand nehmen? Ja, aber wir kommen ja jetzt eigentlich aus einer anderen Ecke. Wir sagen ja, das ist, glaube ich, auch spannend, du hast extrem viele Informationen und extrem viele Alternativen heute, um aus dir was zu machen. Und es gibt eine Gruppe, die kann diese, ja sagen wir mal, diese Masse an Alternativen nehmen und kann sich besser entwickeln, besser ausbilden, noch speziellere auf sie und ihre Fähigkeiten, Neigungen, zugeschnittene Ausbildungsmöglichkeiten finden als jemals zuvor. Und die andere Gruppe sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also warum? Warum? Weil diese Illusion hat mir auch finally Aladdin genommen, weil ich zwischendurch immer tatsächlich dachte, Mensch, also die meisten wissen es ja mittlerweile, ich habe mein Studium abgebrochen, weil ich habe mir eben alles selbst beigebracht auf YouTube, weil eben MIT, Stanford war alles da, aber irgendwie habe ich mich hingesetzt, super, dann früher noch auf ICQ, kennt wahrscheinlich keiner mehr, AO. Hast du denn studiert? Als Mathe und Sport. So, wo du ja denkst, ja, aber ich habe halt gesehen, oh, Studium war schon für mich so stillsitzen, nein. Und so, und dann hatte ich zwischendurch, war ich so in der Illusion, ja Mensch, da kann sich doch jeder alles selbst beibringen. Jeder kann sich doch hinsetzen. Es ist alles da. Also jeder von euch könnte sich jetzt, könnte hier rausgehen und kann sich wirklich, aber anscheinend ja nicht. Warum? Ja, also im Kern liegt es am Geld. Also das ist das erste große Thema. Wir hatten darüber gesprochen. Wir haben heute unfassbar viele Möglichkeiten. Wir fügen in der Talentförderung welche hinzu. Nimm mal hier ein Beispiel. Wir haben einen Talentkolleg. Da kannst du, weil bestimmte Jugendliche, da sind in den Familien keine Bildungsinvestitionen möglich, also gibt es keine Nachhilfe. Ich will aber besser werden. Also haben wir einen Talentkolleg gebaut, haben gesagt, könnt nachmittags kommen, könnt in den Schulferien kommen, könnt am Wochenende kommen. Deutsch, Englisch, Mathe, Informatik, Physik. So, dann haben wir in Herne so einen Kolleg gebaut, ganz zentral am Bahnhof. So, und dann kommen Jugendliche, die sagen, kann mir aber die Bahnfahrt nicht leisten. Also es gibt das Angebot, komme aber nicht hin. Ich habe gar keine trainierte Mobilität. Also wir haben Jugendliche, die kommen ja aus ihren Quartieren gar nicht raus. Also bist du hier in Gelsenkirchen-Ückendorf, bist aber noch nie nach Buhr gefahren, sage ich jetzt mal. Denkt man, das ist aus einer Zeit 60er, 70er Jahre? Nee, das ist etwas, was sich in den, ich sag mal, ärmeren Quartieren wieder viel stärker rausprägt, als wir das aus den 80er, 90er Jahren kannten. Weil sich Armut verdichtet. Erstes großes und wichtigstes Thema. Also ist einfach gar kein Geld, gar keine Ressource da, um Möglichkeiten zu nutzen. Ne? Ich rede jetzt nicht von Auslandsferien und so. Unsere Kids fahren häufig gar nicht in die Ferien. Wir wurden immer gefragt von den Lehrkräften, ja, aber die Kids, die müssen sich doch auch mal in den Ferien entspannen, die müssen sich doch erholen, die müssen auch Urlaub machen. Dann haben wir gesagt, ja, aber unsere Kids kommen und sagen, ey, ich langweile mich zu Hause, lass uns doch tolle Sachen machen. Also machen wir heute Ferienakademie. Aber zweites Thema, Jaska hat das ein bisschen angesprochen. Im Prinzip gebe ich dir recht, es gibt so viele Alternativen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 3000 verschiedene Bachelorstudiengänge.
Ich konnte noch nie so viele unterschiedliche Dinge machen. Hunderte von Berufsausbildungsgängen. Ja? Ich muss sie aber auf dem Schirm haben. Und ich muss für mich beispielsweise als ernsthafte Option haben, ich könnte eine Ausbildung in Dülmen machen. So, wenn du bestimmten Jugendlichen hier in Armutsquartieren sagst, immer, lass uns mal über einen Ausbildungsplatz in Dülmen sprechen, dann kannst du auch Singapur sagen. Ja, also man lacht darüber, aber das ist so weit weg. Das ist so unvorstellbar, dass man das überhaupt erstmal rausarbeiten muss. Und das geht eben nicht von heute auf morgen mit dem Flyer. Also zweites großes Thema, die Kids müssen überhaupt für sich erstmal wahrnehmen, das sind meine Alternativen. Ich darf die denken und ich kriege irgendwo jemanden, der sagt mir, das geht. Du kannst das schaffen. Und der nimmt mich vielleicht sogar an der Hand. Nimm mal ein Beispiel von, ich habe mich vorbereitet, habe gesagt, wie kann ich das eigentlich rüberbringen, was wir hier machen? Wir bilden jemanden aus, der kommt neu zu uns, schicken den in eine Talentscouting-Quali, kommt er irgendwann zu mir und sagt, Markus, ich habe jetzt heute mein erstes Erfolgserlebnis als Talentfördernder. Ich sage, ja, jetzt immer. Er sagte, ich habe einen jungen Menschen getroffen und habe ihn ermutigt, der ist super, wir suchten da an der Uni eine Stuttkraft im IT-Bereich, der ist total klasse und so. Ich habe dem gesagt, er bewirbt dich doch da, die nehmen dich bestimmt. Hat er sich beworben, haben ihn sofort eingeladen. Und dann hat er ihn angerufen aus Duisburg, saß am Bahnhof, hat Schiss gekriegt, hat gesagt, ich fahre da nicht hin. Ich bin da noch nie hingefahren, das ist eine Uni, das ist ein Riesending, ich traue mich nicht. Er ist aber Duisburg gefahren mit der Bahn. Den wir ausgebildet haben, ist mit ihm zusammen nach Bochum gefahren, hat ihn vor die Tür gebracht, hat natürlich das Vorstellungsgespräch super gemacht und hat den Job gekriegt. So, was sagt uns das? Es ist nicht immer dieses Riesenthema. Es ist nicht immer dieses, ich muss 500 Millionen Alternativen ausdrucken und jemanden dann ankreuzen auf Basis eines psychologischen Tests, was könnte deine Option jetzt sein? Es ist manchmal auch Zutrauen. Es ist manchmal ein Bahnticket. Es ist manchmal hochindividuell. Und wir bieten aber immer Formate an, den Jugendlichen, wo wir ihnen eigentlich die Botschaft geben, alle sind gleich. Es sind aber gar nicht alle gleich. Manche haben Geld, manche nicht. Manche haben Eltern, die haben studiert, Netzwerke, manche nicht. Manche sind an der Schule, da gibt es keinen Lehrkräftemangel. Da kann ich einen Leistungskurs in Physik, Informatik, Spanisch, Italienisch, was weiß ich was wählen. Manche haben überhaupt gar keinen Physiklehrer. Da gibt es gar keine Informatiklehrer. Spanisch kann man gar nicht wählen. Was würdet ihr argumentieren, Jaske, vielleicht du, wenn man jetzt sagt, okay, wenn ich nicht hier zu einem Ort kommen kann, von mir aus tatsächlich, das fand ich schon erschütternd, als wir vor ein paar Monaten gesprochen haben, dass es dann tatsächlich an 2,37 € scheitert, weil das Angebot ist ja umsonst, ja. Kostenlos. So, ja. So dann habe ich schon ein Angebot, ich kann aber nicht hin. In der Bahn, also ist für mich, das ist sowieso. Aber lass mich nochmal reingrätschen, ganz kurz. Ich schneide nicht ab, nur will nur sagen, es ist noch schlimmer. Wir fördern Mobilität, aber wir auch darüber gesprochen haben, Ressourcen, ne? Es geht ja immer ums Geld. Wir fördern Mobilität. Aber könnt ihr nicht, Entschuldigung, ja, macht das. Warte, und es gibt ein Schokoticket in Nordrhein-Westfalen. Also wir sagen, wenn du weiter, es gibt ein sogenanntes Schokoticket. Also da kriegen Schüler. Das hatte ich noch. Ja, gibt's. Also Schüler kriegen quasi umsonst ein Ticket, damit sie zu ihrer Schule fahren können. So, aber nur wenn sie 5 Kilometer von der Schule weg wohnen. Das war's. So, aber diejenigen, die sozusagen aus ärmeren Familien kommen, gehen normalerweise an die Schulen, die direkt um die Ecke sind. Das heißt, wer kriegt das Schokoticket? Ah, diejenigen aus den eher wohlhabenderen Familien. Und die es eigentlich bräuchten, da gibt es kein Schokoticket. Das ist vollkommen verrückt. Da geht es gar nicht darum, dass wir das Geld nicht haben, sondern wir setzen natürlich verkehrt ein. Ja. Also wir müssten eigentlich sagen, wir wollen als Gesellschaft Mobilität erzeugen, also kriegt jeder und jede Schülerin Schokoticket. Das ist das, was ich vorhin meinte, weil du einmal sagtest, nee, nicht mehr Geld. Ich habe gesagt, doch mehr Geld, weil die Regierung kann jetzt gerne sagen, 100 Milliarden dafür, haben wir jetzt auch 100 Milliarden hierfür. Aber wofür und wie kommt es an? Weil irgendwo zu parken und dann verpufft es, ist ja egal. Dann habe ich ja gesagt, dann gib doch mal so, weiß ich nicht, 10 bis 20 Punkte her. Und deshalb ist es ja gut, dass du es genauso sagst, weil ich auch sagte, ein Beispiel, eine Lehrkraft wollte Erklärvideos produzieren mit der eigenen Truppe, wirklich voll ausrüsten und dann willst du wirklich mal so einen Raum, so wie hier gestalten. Ich sag mal, dann landest du bei 20.000 Euro und dann musst du, keine Ahnung, 50.000 Seiten Antrag schreiben mit Medienkompetenzplan für die nächsten 122 Jahre, dann ist irgendwie verpufft und weg, anstatt zu sagen, ich bin eine Lehrkraft, ich bin seit 10 Jahren hier dabei, wem wollt ihr mehr vertrauen als mir? Es muss jetzt nicht so sein, dass du einfach nur schreibst, ich hätte gern 20.000 Euro,
du schreibst schon was rein. Aber das ist ja zum Beispiel für mich auch ein Punkt, den ich so aufknacken will. Und das meine ich jetzt so mit, ja, wie sieht denn die Lösung aus? Die lernst du nur aus solchen Gesprächen. Und das eben darauf aufmerksam zu machen. Das sagte ich euch ja auch vorhin. Jetzt haben wir irgendwie seit 30 Minuten gesprochen. Ihr kennt ja die Attention Rate auf mittlerweile im Internet. Die ersten 10 Sekunden, entweder machst du ein Feuerwerk oder ansonsten bist du weg. Aber dann ziehe ich nämlich genau diese 2,5 Minuten raus und baller die dann auf TikTok raus, sodass sie dann irgendwo an einer Stelle irgendwo findet. Und wenn ich über Mobilität spreche, da werde ich ganz juckelig, ihr merkt das schon wieder, ich konnte früher nicht stillsitzen, ne? Da muss doch ein Mobilitätskonzern eigentlich kommen und sagen, jetzt machen wir ein Joint Venture, Shoutout hier an dieser Stelle, wer auch immer, meldet euch bitte, weil kann ja nicht an 2,37 Euro scheitern. Und was ich jetzt aber fragen wollte, bevor wir da auch gerne weitermachen, jetzt könnte ich doch eigentlich sagen, wenn ich hier jetzt nicht hinkommen kann, dann kann ich doch zu Hause das Ganze im Internet machen. Ja. Ja, könnte man. Die Frage ist natürlich, also vom Lerntyp her, ob ich das wirklich so hinkriegen würde, ist auch nochmal eine Frage. Habt ihr da Erfahrung, dass viele sagen, nein, aber ich muss hier hinkommen? Also, ja, hier, ja. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, weil ich kann das bestätigen. Guck dir das Haus an. Also ich meine, das macht schon auch Laune hier. Ne? Das interessiert mich ja. Ja. Nochmal, ich war zwischenzeitlich in der Illusion, warum soll ich denn überhaupt noch irgendwo hinfahren müssen? Muss ja nicht an 2,37 Euro scheitern. A, sich selbst hinzusetzen. Und ich weiß nicht, wie viele hier, das finde ich gleich spannend, als Frage, wer setzt sich jetzt wirklich hin und verliert sich nicht 5 Stunden in TikTok, sondern geht proaktiv her und sagt, ich bringe mir jetzt etwas bei und fange an mit, jetzt schalte ich mal alle Push-Notifications aus, schon der erste Schritt, oh Gott. Jetzt habe ich kein FOMO, dass ich in der WhatsApp-Gruppe nicht verloren gehe. Ich habe nicht den BeReal-Hype verpasst, sondern ich tippe jetzt auf YouTube ein, was ist maschinelles Lernen? Ah, dann gucke ich mir ganz in Ruhe, auch schon schwierig, 15 Minuten einen TED-Vortrag an, keine Ahnung, von Geoffrey Hinton oder Andrew, whoever. Und das ist schon dieses... Das ist jetzt so mein Input, dieses selbstregulierte, selbstgesteuerte Lernen, das geht man nicht eben so. So, und deshalb, nochmal, da muss sich einer abholen, ich muss erstmal einer motivieren, er muss auch erstmal fragen, ob der Eli Geller oder Laserlooker oder wen auch immer kennen, so muss erstmal das Eis brechen, ja. Wenn ich euch jetzt hier erzähle, wie toll maschinelles Lernen ist, dann sagt ihr auch, komm, lass mich in Ruhe damit, nächste Woche ist Matheprüfung. Und diesen Effekt hinzubekommen, also das gebe ich jetzt mal mit, dafür brauchst du eben irgendwie eine coole Veranstaltung, mal auf die Schulter klopfen, können wir ein Foto machen, es gibt den echt, er ist kein Bot, keine Ahnung, in ein paar Wochen ist Laserlooker hier, geil, Selfie, und dann kommt es in Diskussion, und wie gesagt, ich versuche dann eben, deshalb produziere ich ja hier, das dann wieder so, ich bin ein Fan von dem Film Glücksprinzip, ich weiß nicht, wer den guckt, gib dreien was mit, die geben wieder dreien was mit, und dann geht es so weiter. So, und deshalb würde mich jetzt interessieren, jetzt will ich wieder so ein bisschen reinkeilen einfach, weil wir ja viel drüber gesprochen haben. Du hast mir auch manche Illusionen vorhin genommen oben, weil meine Intention ist ja zum Beispiel für die, die mich verfolgen, gerade eine Plattform zu bauen, die den kompletten Content von mir, Lehrer Schmidt, Chemie, Lehrkräfte und so weiter und so fort. Wir haben von, weiß ich nicht, 900.000 Lehrkräften, auch durch Corona befeuert, einen signifikanten Teil, der Content produziert hat. Das schwirrt gerade irgendwo bei TikTok, Insta, YouTube, da auf der Plattform, wenn du den bündelst, kostenlos bereitstellst, ohne Ablenkung und tatsächlich, ja, KI optimiert, du findest auch schnell die passende Einheit. Und ihr kennt es ja schon von YouTube, ich gebe was ein, gucke ein paar 5-Minuten-Videos, ertrag die Werbung, komm durch. Dann schaffst du Freiräume. Und in den Freiräumen, meine Illusion, können wir aber jetzt darüber diskutieren, sagst du dann, und jetzt ist ein Freitag, habe ich freigeräumt, weil es geht in kürzerer Zeit. So, und jetzt würde mich mal deine Meinung eben nochmal interessieren, damit wir die auch öffentlich diskutieren. Da sagst du, so einfach ist das nicht. Meine These ist nämlich, entschuldige, als letztes, dann bin ich auch durch und dann kannst du, ist, viele Lehrkräfte spulen mir zurück, Daniel, das ist alles schön und gut und bau von mir aus ein YouTube für Deutschland, das ist alles for free und kostenlos und dann muss ich dort Fax wegschicken und noch 20 Anträge schicken, den Access Point selber zusammenschrauben und noch 5 Korrekturklausuren machen. Also ich glaube, wenn du jetzt das Thema Freiräume nimmst, ne? Ja. Also ich finde den Ansatz gar nicht, ich wollte die Illusion gar nicht nehmen. Ne? Ich finde Freiräume. Ich finde aber Challenge gut. Also, ja, aber an der Stelle, ich finde Freiräume super. Aber die Frage ist, wer soll sie denn nutzen?
Also welche Freiräume meinst du jetzt? Meinst du die Freiräume an einem Goethe-Gymnasium im Essen-Bredeney, wo man in kürzester Zeit solche Freiräume nutzen würde und noch besser werden würde? Oder meinst du eine Schule im Essener Norden oder im Gelsenkirchener Süden, wo man, ich sage jetzt mal, tagtäglich versucht, irgendwie Unterricht bereitzustellen, weil man nicht nur Lehrermangel hat, sondern weil man bestimmte Stellen gar nicht besetzt kriegt, weil man eine heterogene Schülerschaft hat, weil man. Also wer soll die Freiräume nutzen? Und da habe ich tatsächlich nicht die Illusion, dass wir, wenn wir in dem System ungesteuert Freiräume bereitstellen, davon ausgehen können, dass das zu mehr Chancengerechtigkeit beiträgt. Also ich will mal ein anderes Beispiel nennen. Wir Hochschulen, wir sagen vor einem Studium, wir geben dir den Freiraum als zukünftiger Studierender, du kannst dich auf das erste Semester super vorbereiten. Du kannst schon vorher zu uns kommen. Vorkurse, Propädeutika. Jetzt könnte man ja die Idee haben, nutzen die Jugendlichen, die machen sich fit und dann sind die schon, dann klatsch, gehen die ins erste Semester und so weiter. Wenn man da genauer reinguckt, dann kommen die, die sowieso schon am besten vorbereitet sind. Und die Propädeutika tragen häufig dazu bei, dass der Abstand dann zwischen denjenigen, die aus einer ärmeren Familie kommen, aus einer Schule, wo die Ausstattung nicht so gut war, wo man im Zweifel 1000 verschiedene Sachen erstmal erklären musste, um an einer Hochschule anzukommen, und denen, die das vorher schon alle wussten. Also ich erreiche genau das Gegenteil. Und da habe ich halt Sorge. Ey, ich gebe dir aber meine Illusion, und Jaske, dann würde mich interessieren, was du davon hältst. Meine Vorstellung oder Vision ist dann eigentlich, und da schreien halt eben viele nach, was wäre, wenn ihr in der Schule jetzt einen kompletten Tag einfach, der Lehrplan ist weg, also wir können jetzt mal machen, was wir wollen. Wenn wir jetzt wirklich machen, was wir wollen, und du sagst, bereite dich mal auf das neue Mathe-Thema vor, dann weiß ich, da ist keine Glücksgefühle hier, also dann passiert nichts. Aber wenn ich jetzt sage, so, da ist wirklich Freiraum und du hast zum Beispiel Initiativen wie euch und du machst jetzt an jedem Freitag 2 Stunden Talentscouting, dann hast du ja kuratiert, dann kommt ihr ja mit Menschen vielleicht sogar in die Schule rein. Oder? Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich auch für mich selbst so wahrgenommen hätte. Also ich kann gar nicht so auf die Frage antworten. Deine Lehrkraft hat doch gesagt, hey, da ist jemand, ja. Mach das mal. So, das sagen ja halt für mich, glaube ich, zu wenige, weil die meisten sich sagen, ich habe gar keine Zeit dafür oder wir müssen es auf die Klausur vorbereiten, ich muss euch noch Zettel austeilen oder sonst irgendetwas. Und vielleicht sehe ich es ja auch falsch, deshalb diskutiere ich ja. Deshalb aber das findet in Schule statt. Eben, das ist ja das. Das findet alles während Schule. Also das braucht gar keinen Freiraum, der Unterricht läuft weiter und der zu uns kommt, der geht für die Zeit raus. Genau. Und geht danach wieder rein. Ja. Also die Freiräume für die Jugendlichen, die kann man organisieren. Mhm. Ja? Du sprichst ja ein anderes Thema an. Also wir sind im Bereich Studienberufsorientierung. Mhm. Und was ganz anderes ist Organisation von Schule, wo es um die Vermittlung von fachlichen Inhalten geht, etc. Das sind zwei, das hängt ein bisschen mit zusammen, aber es sind auch zwei getrennte Felder. Und die Freiräume in Schule so zu organisieren, dass man nicht mehr Chancen, Ungerechtigkeit hat, als man sie eh schon hat, da bin ich skeptisch. Ich bin eher der Überzeugung, dass man weiß ja, wo sind die Schulen in den armen Quartieren. Man weiß ja, wo sind die Kinder aus den einkommensschwachen Familien. Wir haben ja die Informationen alle. Also wir können sehr gezielt in diese Schulen reingehen und können genau die Ressourcen, von denen wir wissen, dass sie besseres Lernen erzeugen, bessere Orientierung erzeugen, mehr Teilhabe bewirken, das können wir eigentlich ganz gezielt in diese Schulen bringen. Und ich würde diesen... Was brauchst du dafür? Dafür bräuchten wir, klar, ein entsprechendes Programm, wo das möglich ist. Dafür bräuchten wir eine Diskussion, was wollen wir als Gesellschaft in Quartiere bringen, wo 50% der Kinder aus Familien mit Bürgergeld kommen. Und dann definierst du 3, 4, 5 Sachen. Aladin El-Mafalani macht das ja genauso. Und dann bringst du das in die Schule und definierst als Gesellschaft, ich möchte aber, dass die Kinder, die Jugendlichen Mobilität entwickeln können, unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern. Also kriegen alle ein Ticket, zum Beispiel. Kannst du organisieren. Warum ist das noch nicht organisiert worden? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also es liegt so auf der Hand, man muss es eigentlich machen. Ich bin dafür da, um das jetzt zu recorden und öffentlich zu machen und irgendwie Druck aufzubauen. Und wenn ich bis zum Kanzleramt laufe oder was weiß ich, keine Ahnung, und da kratze und dann sage, warum ist das nicht so? Oder die Idee, die ich ja auch hatte,
dieses Thema, wenn jetzt hier, auch wenn einer im Publikum ist und eine Lehrkraft ist da und die kriegt einfach das Geld nicht, weil der Antrag 400 Millionen Seiten lang ist, dann müsste es ja eigentlich diese Schnittstelle geben. Und jetzt baut die einer, vielleicht sitzt hier einer im Publikum, der ist, keine Ahnung, der kann das programmieren, dann ist das fertig. Dann sagt aber wieder die Regierung, ja, aber bevor wir jetzt die Gelder, ich meine, gerade sind wieder gestern 100 Millionen verpufft, aber bevor wir die daran, dann redest du mit 10 Stiftungen und sagst, hey, könnt ihr das nicht mal, klar, das klingt jetzt so banal immer, aber so bin ich einfach immer, um dann zu gucken, da muss es doch irgendwelche Lösungen geben. So, und ich höre jetzt so ein paar raus und ich bin immer so an Umsetzungen interessiert, dass ich jetzt im Nachgang sage, warum haben wir jetzt heute gequatscht, außer dass ich es aufnehme und nach draußen posaune und irgendwo kratze. Ich will ja so, also das wäre vielleicht der Auftrag an euch, ich will jetzt keine Hausaufgaben aufgeben. Hausaufgaben sind cool. Ja. Nein, dass du so ich meine, so holter die Polter stolper ich dann neben dem Mathezeugs, was ich mache, immer voran. Ich spreche mit Aladin und dann reden wir über Talentförderung, dann sehe ich, da sind konkrete Umsetzungen, da sind aber irgendwo sind Stellschrauben, es scheitert an 2,37 Euro, so kann doch nicht sein, warum ruft die Deutsche Bahn nicht an oder BMW oder nennen noch 10.000 Namen, Mercedes, Railway, keine Ahnung, die sagen, das kann doch nicht sein. Also wir reden hier die ganze Zeit über Fachkräftemangel und was wahrscheinlich brauchen die tatsächlich, das sind die 4 konkreten Sachen oder die 5. Also das wäre schön, wenn man das so ich brauche immer nur so Futter, ja, was ich dann sage, dann sitze ich da und dann weiß ich nicht, dann hole ich mir irgendwie den Kanzler in Podcast, vielleicht weiß ich noch nicht, aber dann so, jetzt bitte umsetzen, schnell, oder eine Stiftung. Wisst ihr, was ich meine? Sollen wir dir jetzt ein paar Punkte nennen? Ihr könnt auch jetzt direkt Punkte nennen, dann haben wir sie recorded. Dann sage ich, dann geht das schon mal als kleine Videoeinheit raus und im Nachgang schreiben wir die aber nochmal auf und dann vielleicht ist hier ein paar im Publikum, die auch sagen, wir teilen das auch, schicken es auch weiter. Also genau, du hast jetzt das Zepter in der Hand, du hast einen unendlichen Geldbeutel, keine Ahnung, was auch immer. Was soll man konkret machen? Ich fange an, du machst weiter. Ja. Also ich nehme mal Scouting. Ja. Scouting ist ein Tool, wo die Gesellschaft die Botschaft gibt, wir sind an deinen Stärken interessiert, auch wenn sie über Schulnoten nicht ausdrückbar sind. Also das ist jetzt noch das Ding, das haben wir noch gar nicht genannt. Ne? Also ein Scout guckt ja und der erkennt ja die Stärken von jungen Menschen in der Breite. Das ist ja ein Breitenprogramm. Es ist nicht Hochbegabtenförderung, sondern für die Breite der Schülerschaft. So, da kann jemand Rumänisch. Findet der Scout raus, sagt, boah, super, du kannst Rumänisch. Du hast aber gar keine 1 dafür. Ich gebe dir erstmal die Rückkopplung, das ist eine 1, weil du kannst Rumänisch. Weiß der junge Mensch gar nicht. Dann kann der auf der Ebene möglicherweise damit was machen. Also wenn ich jetzt noch eine soziale Arbeit habe, sage ich, interessiere mich für soziale Arbeit, dann kann man dem Jugendlichen sagen, pass mal auf, wenn du jetzt soziale Arbeit studierst, du kannst Rumänisch, du kannst dir den Job aussuchen nach 2 Jahren. Gar kein Thema. Also Scouting ist wissenschaftlich evaluiert. Wir wissen, dass es wirkt. Wir wissen, dass es Zehntausenden von Jugendlichen hilft. Das müssen wir breit machen. Nordrhein-Westfalen macht das jetzt. Wir haben gerade wieder eine Ausbaurunde. Wir sind 70 im Moment. Wir werden jetzt 100. Im Moment sind es 400 Schulen, dann werden es 600 Schulen. Also Nordrhein-Westfalen ist dann an der Stelle wirklich weit vorne. Ja, aber also das kannst du auch in Hessen machen. Und muss er auch. Das kannst du auch in Berlin machen. Wir haben einen ausgebildet mit Stiftungsgeld. Ist der jetzt in Berlin, Neukölln losgelaufen? Da muss Politik dann auch mal sagen, komm, ey, wir brauchen nicht die 500. Studie von irgendeinem Wissenschaftler, sondern wir wissen jetzt, dass das wirkt und jetzt machen wir das breit. Und ob das jetzt Niedersachsen ist oder Hessen oder wo auch immer, das wird jetzt etabliert, das ziehen wir jetzt durch. So, jetzt kommen wir mal mit Kolleg. Es gibt die Lehrkräfte nicht, die Physik in Schule unterrichten. Die wird es auch in den nächsten 10 Jahren nicht geben. Es wird auch die Lehrkräfte für Informatik nicht geben. Wir wissen das längst. Also müssen wir andere Formate organisieren, wo die Jugendlichen an die Inhalte kommen. Talentkolleg. Ja, jetzt darfst du was wünschen. Also ich darf mir auch was wünschen. Ja. Also ich glaube, was ich mir auch wünschen würde, so aus der Perspektive von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mir fehlt da noch so ein bisschen die Perspektive und die Teilhabe oder auch Möglichkeiten, überhaupt da mitzusprechen. Also mal zu sagen, okay, ich habe gemerkt, es gibt da bestimmte Hürden. Ich habe gemerkt, die sehen die anderen auch so. Also was wir ja auch hier haben, ist die Möglichkeit, sich weiterbilden zu lassen zu TalentpartInnen. Das haben wir ja auch gemacht, weil wir auch gemerkt haben, dadurch, dass wir dann selbst den Weg gegangen sind, okay, da gibt es halt einige Sachen, die
die gleichen Hürden sind und wie könnten wir denn da einen Beitrag zu leisten und wie können wir auch uns einbringen, um überhaupt unsere Perspektive darauf zu geben. Weißt du, wir sind ja die Mehrheit an der Universität. Also vor kurzem an meiner Universität hat sich ja auch, fanden das viele sehr überraschend, dass man da ja eigentlich zur Mehrheit der Studierendenschaft gehört, also jetzt aus nicht-akademischen Familien, wo man sich dann auch denkt, warum sind wir dann nicht an bestimmten Stellen, wo Entscheidungen getroffen werden, vertreten. Und ich glaube, das würde ich mir auch wünschen, dass man da auch Möglichkeiten schafft und sagt, das gehört dazu und diejenigen fragt, die es betrifft. Das würde ich mir wünschen. Du hältst was hoch, das kann der Zuhörer. Ja, warte, du hast mir gerade was gereicht, weil wenn jetzt Audiospur nur, noch nie beurteilten junge Menschen die Chancengleichheit in Deutschland so schlecht wie heute. Das ist eine starke Aussage. Ja, das ist eine Forsa-Umfrage, die jedes Jahr zum Tag der Bildung in Deutschland erhoben wird. So, und jedes Jahr in den letzten 4 Jahren ist die Schere zwischen denen, die sagen, wir haben Bildungsgleichheit, Chancengleichheit, weiter auseinandergegangen. Inzwischen ist das 2/3, 1/3 der Jugendlichen in Deutschland, die sagen, es ist nicht gerecht. So, und das ist ein Thema, ne? Du hattest ja so ein paar Punkte genannt, Jaske spricht das jetzt auch aus. Also ein Wunsch an die Politik wäre natürlich, wir haben die Mehrheiten längst. Also wir müssen nicht mehr über Diagnostik diskutieren. Wenn die Jugend sagt, das ist nicht gerecht und das sind nicht ein paar und das sind nicht nur die, die selber vielleicht von Ungerechtigkeit betroffen sind, sondern die anderen auch, dann ist da ziemlich offenkundig, dass man daran was ändern muss. So, und das ist ein Thema, da muss eigentlich Politik aufschreien und sagen, wenn das weiter auseinandergeht, wo soll das hinführen? Also man kann ja ein Bildungssystem nicht gegen die Mehrheit seiner eigenen Jugend vorhalten. Aber genau das kommt da raus. Ne? Also das wäre ein Riesenwunsch, du musst die Jugend beteiligen. Ja, das meine ich damit, wir trauen vielen Jugendlichen eigentlich gar nicht die Leidenschaft zu, die sie aufbringen. Unsere Jugendlichen kommen nachmittags. Die haben ja den ganzen Tag Schule gehabt. Dann kommen die nachmittags hier hin und machen Mathe. Englisch, Deutsch. Und dann wissen die auch, ja, da ist aber auch jemand, der fragt mich, und wie geht's dir sonst? Schon mal über Ausland nachgedacht? Hast du schon mal dich für eine Ferienakademie interessiert? Wir haben da sowas, wie wird man Manager, wie kann man Ingenieurin werden? So, interessiert dich da irgendwas von? Das ist ja das, was du gemeint hast. Dass man sich für Jugendliche interessiert, kann man trainieren. Unsere Talentförderer, die machen nicht nur Englisch. Deswegen habe ich da gerade zugeschmissen. Die machen eben Englisch plus, ey, wo stehst du gerade? Wie kannst du eigentlich weiterkommen? Und wenn es eine Sprachreise ist, ja, okay, dann organisieren wir die. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das kann man machen. Also das kriegt man hin, das ist auch gar nicht so teuer, ehrlich gesagt. Das ist aber herkunftsunabhängig. Da müsste man dann sagen, in der Tat, ja, wir haben da einen jungen Menschen, da können die Eltern das nicht finanzieren, muss aber gehen. So, und die jungen Leute machen da mit. Also wenn die abends, freitagsabends von 18 bis 20 Uhr Physik machen, da muss ich doch als Gesellschaft sagen, ey, boah, was ein Potenzial. Und die machen das wirklich, also gebe ich es ihnen, wir haben aber nur 4 Kollegs. Also mach doch 40 draus. Genau. Also dann machst doch 400 draus, richtig. Du weißt ja, dass das funktioniert. Richtig. Was brauchst du dafür? Sorry, so eine Standardfrage. So im Jahr? Ja. Was das kostet? Nee, dann brauchst du Geld dafür. Ja, das ist in erster Linie tatsächlich eine Ressourcenfrage. Weil ich meine, wir diskutieren ja jetzt seit ein paar Jahren schon immer nach Lösungen. Jetzt höre ich wieder mal, da sind Lösungen und eigentlich muss es, um es zu skalieren, weil sonst kommt das nächste Unternehmen, was sich Geld einsammelt und daraus ein Monetarisierungsmodell macht, um mit dem und dem Marketingbudget die und die zu holen, dann muss ich es doch eigentlich in der gesellschaftlichen Verantwortung, ich stelle mir jetzt vor, ich würde morgens Geld kacken, was ich nicht tue, mal als Information, weil viele immer denken, Influencer bist du und da, aber ich hätte so Trilliarden auf dem Konto. So, und das ist so, du hast nicht viel Geld auf dem Konto, weil du immer alles aus, also so weg und mach mal eben so. Aber ich sag mal, wenn sich jetzt, wir sind so ein wohlhabendes Land, vielleicht sind wir zu satt, aber es steckt so viel Geld. Und wenn ich jetzt sage, da müssen sich doch mal ein paar zusammensetzen, oder ich überlege, wie ich ein Roundtable mache mit denen, und dann zu sagen, passt mal auf, ihr müsst ja jetzt nicht eure Unterhosen ausziehen und nichts mehr haben, aber da sind so viele, und die habe ich ja jetzt kennengelernt, diese Initiative. Ja. So, und da sind wirklich, da gibt es auch wahrscheinlich noch mehr, aber die haben konkrete Lösungen, und helft denen doch zu skalieren, aber ohne daraus ein Tech-Venture-Startup zu machen, um, keine Ahnung, das habe ich jetzt eben rausgehört, so, weil das schmerzt mich sozusagen. Also bei uns läuft es ja gut.
Also wir sind verstetigt mit dem Scouting, wir sind dauerhaft eingerichtet mit dem Schülerstipendienprogramm. Also da muss man sagen, es gibt ja Politik, die das auch macht. Aber es gibt eben vielfach Ansätze, wo du sagst, ich habe das Geld, du darfst es im Jahr 2023 ausgeben oder im Jahr 2024. Aber du kannst ein Talentkolleg nicht aufbauen. Bei uns arbeiten Astrophysiker, bei uns arbeitet eine Jaske. Die ist ja nicht nur bei uns, weil sie sagt, ja, ich bin mal Talent gewesen, da komme ich für umsonst, sondern natürlich musst du die Jaske nicht nur gut bezahlen, sondern du musst ihr auch Perspektive geben. Also du musst ihr auch mitteilen, du kommst jetzt nicht für ein halbes Jahr und danach muss ich mal gucken, ob da noch Geld da ist, sondern du musst ihr sagen, pass auf, du kannst dich hier so auf deinen Beruf vorbereiten, dass du dir eine berufliche Perspektive draus machst. Damit du den Jugendlichen nicht jeden Monat einen anderen Talentförderer an der Hand gibst, sondern die brauchen ja jemanden, der das über Jahre macht und mit ihnen wächst. So, und das heißt, du musst einen Plan haben und musst Initiativen, die evaluiert sind, wo die Wirkungen nachgewiesen sind, dauerhaft finanzieren. Und darin sind wir schlecht. Wir sind super, Etats aufzubauen, die sind riesengroß, aber du musst sie dieses Jahr ausgeben. Da sind wir jedes Mal raus, weil wir sagen, ja, aber wir können nicht irgendjemand einfach nur ein paar Euro geben und sagen, ja, aber nächstes Jahr wissen wir nicht, wer das dann macht, ist wieder ein anderer. Da sagen unsere Jugendlichen ja, wie soll ich denn jemand vertrauen, wenn ich 25 Gesichter in 3 Jahren vor der Nase gesetzt kriege? Muss ich jedes Mal meine Story wieder neu erzählen? So, da sind wir unfassbar schlecht. Evaluieren? Es wird ja kaum einer evaluiert. Wir sind evaluiert worden, da haben uns die Wissenschaftler gesagt, ja, die Wirksamkeitsstudie über Talentscouting ist die erste für ein Beratungsprogramm in Deutschland. Weißt du, wie viele hunderte von Studien wir in Auftrag gegeben haben? Ist die erste Wirkungsstudie für ein Umsetzungsprogramm. So, und das zeigt, wo dran hapert. Und hilf mir nochmal eben, wenn jetzt so viel Unterricht ausfällt in der Schule und wir uns keine Lehrerinnen und Lehrer backen können, wie Aladin auch gesagt hat, und die multiprofessionellen Teams auch nicht von heute auf morgen zack da sind, aber hier ein Konzept ist, was ich jetzt aber rausgehört habe, was viel mit außerschulisch Standorte zu tun hat. Kann man die nicht auch in der Schule aufbauen? Oder ist das zu komplex? Ja, ist die Frage. Die Leute sind da, die Inhalte sind da, alle fragen immer, wie sieht der Lehrplan der Zukunft aus? Jetzt musst du noch Medienkompetenz einführen und Glück und das und schieß mich tot. Aber hier ist ja ein Fundament da. Ist das nicht, wäre das nicht eine Möglichkeit zu sagen, wie Christus, weil jetzt sind die Schulen schon da und dann, woran würde das scheitern? Keine Ahnung, Den Raum. Beschreib du mal den Raum, wo du Englisch machst. Wie sieht der aus? Also wir sind ja hier in Gelsenkirchen und ich bin ja hier am Talentkolleg in Gelsenkirchen. Da haben wir ein Smartboard und das sind kleinere, also unsere Kurse finden ja in kleinen Gruppen statt. Das heißt, es sind bis zu 8 Talente, die an dem Kurs teilnehmen und da haben wir auf jeden Fall, was das Equipment angeht, eigentlich alles da. Ich muss ja schon fast sagen, im Lehramtsstudium lerne ich ja noch nicht mal, wie ich damit Unterricht gestalten kann, aber hier kann ich mich ganz gut damit überhaupt mal auseinandersetzen und so finden dann die Kurse hier statt in den Räumlichkeiten. Das heißt, aber ihr könntet es auch praktisch jetzt wieder, bin ich wieder bei dem Punkteplan, also so konkret einfach zu sagen, so sieht der Raum aus, wir haben die Menschen sind nicht auch einfach so, ach, ich mache mal halt irgendwas, sondern ihr habt ja wirklich ein Programm dahinter. Wie holst du die Leute ab? Es geht nicht nur um Physik, sondern auch zu hinterfragen, Talent Scouting etc. We are ready to ship. Ja? Wir haben 45.000 Schulen, meldet euch gerne. Vielleicht bin ich zu konkret gerade, aber das ist... Nee, ist total, aber da ist gerade ein junger Mann aufgestanden, als Jaske gesprochen hat, ist klar geworden, das ist nicht so ein Raum wie in Schule. Da sind bunte Stühle, da sind weiße Tische. Da ist übrigens noch nie draufgeschrieben worden, machen wir jetzt seit 10 Jahren, so nie irgendwo auf irgendwas draufgeschrieben worden, weder auf den Stühlen noch auf den Tisch. Das ist eine angenehme Atmosphäre. Die Jugendlichen kommen mal raus aus Schule. Deswegen will ich immer, denkt doch mal von Schule weg. Denkt doch mal von jungen Leuten. Wir denken immer in den Institutionen. Die Institutionen sind uns völlig egal. Wir gucken nur auf den jungen Menschen. Ist egal, ob der von der Hauptschule kommt, vom Gymnasium, interessiert uns nicht. Wir versuchen, die Dinge so zu gestalten, dass der Jugendliche für sich ein Gefühl kriegt, boah, hier interessieren sich Menschen für mich und ich kann mich hier, egal wo ich stehe, weiterentwickeln. Die einen brauchen ein bisschen Englisch, die anderen können schon super Englisch und wollen noch besser werden. Welche brauchen ein bisschen Mobilität, manche brauchen eine Mischung aus Fachlichkeit und ja, vielleicht auch ein paar finanzielle Ressourcen, manche brauchen einfach Mut
Und das organisieren wir von den Jugendlichen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob dieses immer auf Schule Fixierte so viel effizienter ist, als einfach mal zu sagen, ja, gib den Jugendlichen doch einen Ort, wo sie zusammenkommen können und sich auch gegenseitig stärken, weil hier kommen welche aus unterschiedlichen Schulen, die lernen Dinge voneinander, die wir gar nicht in den Lehrplan geschrieben haben. Warum soll man das nicht mitnehmen? Ich finde das ja gut, ich schätze dich ja dafür, weil du bist der Erste, der nicht immer nur Ja sagt oder so viel Ja sagt, sondern wirklich auch, ich meine, das ist eine kontroverse Diskussion, ne? Weil dieses, ich gehe in eine andere Umgebung, um einfach auch mal Bock zu haben, dahin zu gehen, vielleicht bin ich einfach zu verliebt in den Traum, dass auch Schule eben, ne? Wenn du sagst, hey, du machst jetzt mal so einen geilen Raum auch da, dann ja, ist ja auch richtig. Weißt du, dann kriegst, ich sage ja, ja natürlich. Nur, wenn du damit die Möglichkeit noch zusätzlich von mir aus bieten kannst, zu sagen, selbst in der Schule kann ich jetzt aus meinem Raum 328, Chemieraum, der immer noch wie 1915 aussieht, rausgehen und in den Makerspace von mir aus gehen, ja, cool, wo eben coole Leute sind. Also das war ja nur die Intention. Ja. Aber das fand ich, wie gesagt, einen interessanten Ja, das Input, ist ein oder? Anderes Lernsetting und eine andere Lernatmosphäre, auf jeden Fall. Und das schätze ich auch sehr, auch aus der Lehramtsperspektive heraus natürlich. Ist das auch eine schöne Erfahrung, das so auch mitzuerleben, weil es halt ein anderes Lernsetting ist. Ja, ja, ich glaube, wir könnten noch Stunden weitersprechen, aber ich glaube, eine Stunde auch so knapp voll. Ich fand es wieder super interessant. Man hat nichts von interessant, sondern was kann man konkret machen, zumindest probieren, finde ich. Vielleicht zum Abschluss. So, was müsste wirklich passieren? Und ich spreche jetzt Folgendes an, was wir vorhin oben nämlich hatten. Wir gehen ja für alles auf die Straße, ne? Aber nicht für die Zukunft des Bildungssystems. Müsste man vielleicht mal überlegen, so mal einmal zu sagen, hey, was soll jetzt noch passieren? Erster schwarze Schwan, der alle umgehauen hat, Corona. Dann wieder Steady State. Jetzt ChatGPT-Hype, KI, Hilfe, kann alles selber, Roboter. Was sollen wir denn jetzt machen? Das wäre super hier. Ne? Das wird auch gleich noch eine geile Stunde werden. Aber so permanent, keine Ahnung. Vielleicht fällt euch was ein. Oder was würdet ihr sagen? Was sollen wir machen? Mondays for Education Future. Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt. Und wir haben auch darüber unterhalten. Ich habe mich gefragt, wer geht denn dahin? Also wer sind denn diejenigen, die dann die Zeit dafür haben und die Möglichkeiten dafür haben, dahin zu gehen, um halt auch zu protestieren, die Meinung da zu teilen? Das wäre so eine Frage vielleicht, die ich mir die ganze Zeit eigentlich stelle. Und wie ja auch solche anderen Bewegungen überhaupt entstanden sind und wer daran beteiligt ist. Also die Jaske ist jetzt sehr bescheiden. Im Prinzip hat sie ein bisschen verschwiegen, dass sie einen etwas anderen Angang macht als Fridays for Future. Die ist Mitbegründerin von einem Talentenetzwerk und die machen das so, dass die aus dem Scouting kommen, sich selber qualifizieren und sich dann für andere an ihren Hochschulen, an ihren Schulen und so weiter einsetzen. Also eher der positive Ansatz. Also jetzt sind es 200, nächstes Jahr sind es 2000, übernächstes Jahr sind 20.000. Und die haben alle Geschwister und die haben alle Freunde und die haben alle Mitstudierende. So könnte es gehen. Wo findet man das Netzwerk? Habt ihr eine Seite? Ja, also es gibt das Talente-Netzwerk, gibt es ja in ganz Nordrhein-Westfalen, da wo es ja auch das Talentscouting gibt. Wir teilen da auch mittlerweile. Wir sind ja auch gerade im Aufbau. Bei uns, was wir gerade machen, ist ja die Weiterbildung und versuchen jetzt eine Stimme für mehr Chancengerechtigkeit zu entwickeln. Wir arbeiten gerade daran zu schauen, wie können wir die Ansätze schaffen. Also ich kann auf jeden Fall auch schon so ein bisschen sagen, ich selbst, aber auch die anderen, die schon Teil des Netzwerkes sind, sind ja auch in verschiedenen Gremien, an verschiedenen Orten auch schon unterwegs und sammeln da die Erfahrungen. Und wir teilen dann auch diese Erfahrungen gegenseitig und schauen, okay, wie ist es denn, an dieser Stelle zu wirken, in diesem Gremium zu sein? Was bedeutet das? Und das versuchen wir dann eben zu einer Stimme zu entwickeln, um dann mehr Chancengerechtigkeit. Und das können wir halt auch in den Orten, wo wir aktiv sind. Also ich kenne Personen,
auf dem ganzen Campus aus Studienbereichen, die ich vorher vielleicht nie kennengelernt hätte, dadurch, dass ich auf Lehramt studiere, zum Beispiel. Aber nicht nur das, also in unserem Netzwerk sind ja auch Personen, die ihre Ausbildung machen oder ein duales Studium absolvieren, sich auch damit mal auseinanderzusetzen, was heißt denn das konkret, wenn man jetzt kein Studium absolviert. Und das ist halt auch das Besondere von unserem Netzwerk. Wir vereinen einfach so viele verschiedene Aspekte miteinander und sehen dann, und warum es keine Chancengerechtigkeit gibt. Jaske, sag doch mal ganz kurz, wie heißt das Netzwerk und wie kann man euch erreichen? Ich wollte nämlich gerade sagen, das sehe ich jetzt gerade auf TikTok, Insta, YouTube, wo auch immer oder höre es. Ich möchte jetzt anfangen. Jetzt, wo muss ich hin? Das Netzwerk heißt Talents Together. Genau. Das kann googlen. Ja, das kann man gibt's auf jeden Fall Insta? Auf Instagram auf jeden Fall kann man uns gerne folgen. Und da kann man dann auch mitschauen. Und vielleicht ist das ja auch etwas, wofür sich dann andere interessieren, die sagen, hey, ich sehe mich da auch, ich möchte auch gerne wissen, was so die Erfahrungen von den anderen sind, wie kann ich mich selbst einbringen, wie kann ich selbst ein Vorbild sein, wie kann ich auch einen Beitrag dazu leisten für mehr Chancengerechtigkeit und dieser Gesellschaft auch etwas zurückgeben. 200 seid ihr? Ja, aktuell. Und wir wollen 2000 bis Ende des Jahres? Ja. Na, wir haben gesagt bis Ende 24, 20, aber ich meine, das ist Challenge accepted. Wir müssen sie ja alle noch schulen. Also alle, die da jetzt organisiert sind, haben eine entsprechende Schulung gemacht. 2000 ist jetzt für dieses Jahr ambitioniert. Aber ja, wir machen da, wir reflektieren unsere eigene Bildungsbiografie, lernen verschiedene Ansätze kennen und das ist ja auch das Wichtige. Also was wir machen ist, wir professionalisieren uns eben auf dem weiteren Weg und versuchen uns da weiterzubilden. Wer Lust hat, kann uns gerne folgen und das Ganze mit beobachten. Ich würde sagen, wir treffen uns heute in einem Jahr und gucken, wie es sich entwickelt hat und was wir umgesetzt haben. Aber wahrscheinlich werden wir uns auch früher treffen und eine Aktion machen. Von daher an dieser Stelle erstmal lieben Dank an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles ist verlinkt. Seid dabei, wer Bock habt, das zu unterstützen. Super tolle Reise und natürlich viel Erfolg euch weiterhin. Bleibt dran und ich tue mein Möglichstes. Besten Dank. Dankeschön. Danke.